Schnaps. Das ist mir lieber wie ein Bier. Na, weil heute, heute habe ich endlich mal was zum Feiern. Verstehen Sie es? Da schauen Sie sich das an. Das nenne ich eine Traumleiche. Die kommt hier ordentlich und sauber verpackt an. Verstehen Sie es? Ist doch ein Riesenunterschied. Normalerweise, da hauen sie einfach dieses kreisliche grüne Tücherl da drüber. Ja? Und der, der kommt hier in einem wunderbaren, proper, blütenweißen Hygienebeutel. Ja, sowas ist doch totschick, oder? Also ich finde das totschick. Sollte man für alle einführen. Na klar kostet es ein bisschen mehr, 3,50 Euro für so einen Sackerl, ich bitte Sie. Ja? Ich meine, klar, für die Herrschaften ist jetzt das Aussehen vielleicht nicht gerade ausschlaggebend. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das dann so vorstelle, wenn man dann so in den Himmel hinaufkommt, also verstehen Sie es so, wie sie uns das im Religionsunterricht den Schmarrn verzapft haben, dann kommst du da rauf, ja, der eine in seinem kreislichen grünen Tücherl und der andere in seinem wunderbaren Hygienesackerl. Ja, und dann? Dann macht der Pförtner da auf, dann siehst du die zwei und dann sagt er womöglich, was möchtest denn du da mit deinem kreislichen Tücherl, kannst dich gleich wieder verabschieden. Blütenweißes Hygienebeutelchen, hereinspaziert. Verstehen Sie? Ich meine, da kommt es dann einer wegen geschissene 3,50 Euro nicht in den Himmel. Was ist denn das für ein Sozialstaat? Hä? Aber weil ich noch nicht ganz verblödet bin, habe ich vorgesagt. Verstehen Sie es? Ja, ich habe das ja sofort gecheckt, wie das läuft. Und dann bin ich zum Personalrat einmarschiert, gell? Habe ihm 3,50 Euro auf den Tisch gelegt, habe ich gesagt, da schau her, hast 3,50 Euro auf eins, sage ich da. Wenn ich mal auf das Wagerl komme, okay, dann bitte im Blütenweiß. Verstehen Sie das? Köpfchen. So schaut's aus.